Natürlich hast du schon verschiedene Male einen Text selber formatiert. In diesem Fall hast du genaue Vorgaben, wie du den Text zu gestalten hast. Und zwar ist es immer farblich abgesetzt über der eigentlichen Übung notiert. Und in der Lösung kannst du dann auch nachschlagen, wie denn das ausschauen soll. In diesem Fall soll nun der Titel die Schrift Helvetica Neue sein, die Größe soll 14 Punkt sein und der Schriftschnitt soll fit sein. Wählen wir gleich diese Helvetica Neue. Ich habe eine relativ stattliche Liste. Da ist sie und ich wähle auch gleich den Schriftschnitt fett. Kursiv wäre ein anderer, normal oder fein. Das ist das Erscheinungsbild der entsprechenden Schrift. Dann, wie gesagt, 14 Punkt, Zeilenabstand und so weiter. Das lassen wir mal, das kommt im nächsten Film vor. Der Text darunter, der soll in der Palatino gesetzt sein. Da habe ich sie. Die in der Größe 11 Punkt. Palatino ist eine sogenannte Serifenschrift. Serifen sind diese kleinen Füßchen unter den Buchstaben. Serifenschriften sind besser leserlich bei sehr langen, ausführlichen Texten, zum Beispiel bei Zeitungen kommen sie sehr oft vor. Die bekannteste Serifenschrift ist wahrscheinlich die Times oder die Times New Roman, allerdings ist die auch ein bisschen abgedroschen und eher plump. Deshalb kann man ja mal eine Abwechslung wagen. Und hier unten geht es dann weiter mit Gilson. Du siehst, die zuletzt gewählten Schriften sind immer noch hier. Man kann auch einfach beginnen zu schreiben und zugleich springt es an diesen Punkt in dieser Liste. Ich habe da mehrere davon. Und da ist es ebenfalls fett und 14 Punkt. Der Text des Absatzes ist wiederum Gilson, aber diesmal nicht fett, sondern einfach normal. Und 11 Punkt. Beim letzten Abschnitt habe ich die Schriftart schon gewechselt auf Eurostyle. Ich möchte dir noch einen kleinen Trick zeigen. Fett kannst du ja auch hier wählen in dieser Symbolleiste oder noch schneller geht es über den Kurzbefehl Befehl B. Und die Größe ist 10 Punkt. Übrigens 10 Punkt reicht eigentlich meist. Ich beobachte, dass die Schriftgröße meist zu groß gewählt wird. Ich finde es eleganter, eher eine kleinere Schrift und dafür einen etwas luftigeren Abstand zwischen den Zeilen zu wählen.